Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Ich habe heute wieder einen ganz einfachen Basteltipp für euch, einfach fürs Archivieren eurer kleinen Stempel. Und zwar habe ich von der Firma Simple Stories diese Snap Packs. Das sind die 6 aufgeteilten, wie ihr sehen könnt. Die gibt es auch in verschiedenen anderen Größen. Und zwar habe ich mir die jetzt genommen. Hab meine EFCO Stamps genommen, hab die aus die Packungen genommen und habe das Etikett mit der Artikelnummer, die ja hinten drauf steht, habe ich dann auf 10 cm Länge gekürzt. Das gleiche habe ich hier mit dieser Trägerfolie gemacht. Die habe ich auch auf 10 cm gekürzt. Das habe ich bei allen meinen Sets gemacht. Zusätzlich habe ich hier oben die obere Reihe mit kleinen Klabbern fixiert, damit die nicht rausfallen, wenn ich umblätter. Und die einzelnen Hüllen habe ich mit ganz einfachen Schlüsselringen zusammengemacht. Natürlich gibt es hierfür auch einen Ordner, den habe ich aber gerade nicht hier, deswegen habe ich mich einfach mal so beholfen. Und wie ihr sehen könnt, kann ich jetzt schön gemütlich durch meine Stempelsammlung schauen und finde auch auf den ersten Blick den passenden Stempel für mein nächstes Projekt. Ja, das war mein heutiger kurzer Basteltipp, wie ihr eure EFCO-Stempel archivieren könnt. Ich sage bis zum nächsten Mal, eure Tanja.